Den hätten wir jetzt auch. Das heißt, wir können jetzt wieder zurückspringen. Hier nicht. Ernsthaft? Oh mein Gott. Körper tauen. Komm her. Komm. Hier. Geh. So. Warten, 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 warten. Springen bitte wieder zurückrufen, ja, dahin. Willst du eine weitere Lektion? Gute Arbeit. So, unser schönes Gold. Das ist echt krass. Wir brauchen so viel Gold. Du verzauber bitte die Axt und guck, ob da was Tolles bei ist. 5 Punkte Giftschaden ist nicht toll. Oh ja, wir haben ein bisschen was bekommen. Was hätten wir jetzt gerne, abgesehen von ganz viel Gold? Wir hätten gegen den Schrapnellzauber. Aber der war, glaube ich, ziemlich teuer. Gab es hier auch einen Waffenhändler? Ich sehe nicht so wirklich einen. Ne. Du mach mal Schutz. Du mach mal das da. Und dann töten wir ein paar Titanen. Kommt ja auch was rum. Lalala. Kaputt. Na komm. Du. Tote Götter. Kaputt. 1000 Gold. Die Begleiter nehmen aber ganz schön viel, ne? Eigentlich sollten wir die mal kurzfristig austauschen. Gegen Begleiter, die Geld geben und nicht nehmen. Und dann ein bisschen Gold farmen. Ah, das da hinten könnte zu haarig werden. Das sind zu viele auf einem Haufen. Vor allem auch die Super-Duper-Titanen dabei. Wow, instant tot. Okay. Überzeugt. Vor allem auch unsere Schrapp... Instant tot, okay. Ja, wir gehen schon. Ich habe die Message verstanden. Du... Aufwecken da. Repariert. Wir schlafen hier. Und springen dann nach Blackshire. Gucken mal, wie teuer Schrapnell ist. Oh, wir können auf die Bank gucken, ob wir noch Geld haben. Das müssten wir. Sogar ziemlich viel. Bis Sonnenaufgang. So. Was kann ich für dich tun? Ja, abheben. Viel. Unzureichendes Konto. Ja, du mich auch. Wir werden schon wieder böse, ich merke das schon. Wir rutschen wieder ab. Wir wollen jetzt einfach nur Gold haben und fauchen schon den Bankier an, nur weil er seine Arbeit macht. Nicht gut, nicht gut. Gelehrtengilde Schatten, da warten. So. Geschlossen. Schatten. Drachenhauch, Drachenhauch, Schrapnell. Gar nicht mal so teuer. Du, lern, ja. Schrapnell. Dein neuer Lieblingsspruch ist Schrapnell. Ja. Nicht mehr so ein schnöden Heilzauber. Müssen wir trotzdem drauf achten. Also vorher konnte ich halt einfach immer E-Spammen. Dann haben die ersten 3 Schaden gemacht und sie hat geheilt. Das ist sich dann ganz gut aufgegangen. Wenn wir jetzt nicht mehr heilen, dann... Ne? Merkt schon. So, und du... Schatten auf Meister. Und, oh, wo war der Schattenmeister? Das können wir hier gleich nachfragen. Und um Schattenmeister zu werden, müssen wir mal ganz kurz wieder eine böse Tat begehen. Als Initiationsritus für Lay quasi. Du... Ne, die brauchen jetzt... Die beiden brauchen jetzt richtig Zauberpunkte. So. Du brauchst eigentlich auch recht häufig Zauberpunkte, aber ich glaube, ich steige mit dir lieber erstmal die Speer, der immer noch auf Expertenrang ist. Das ist echt peinlich. Das könnten wir bei dir noch steigern. Du gehst nicht alle mit deiner Implosion da. Implosion kann nicht mehr so wirklich mithalten mit den beiden. Du bist ein Schütze, der nicht schießen kann. Ein halber Nahkämpfer, der nicht nahkämpfen kann. Magier, der nur schwache Sprüche hat. Aber du kannst verzaubern und du kannst uns nach Hause teleportieren. Das ist schon mal gut. Also ja, vielleicht einfach nur Wassermagie steigern, damit die Verzauberungen besser werden.
Hm, okay. So. Und Gerugon gucke ich mir gar nicht erst an. So, Schatten. Das war nicht hier, das war ein Gang weiter. Hier in einem der Häuser. Was bist du? Zack. Wie geht's? Falsch. Schön, dass du da bist. Falsch. Wie geht's? Ah, okay. Sulang Manchu. Paradiestal. In einem kleinen Haus im Paradiestal. Okay. Also wir sollten vielleicht erstmal warten, bis morgen wieder ist. Weil im Dunkeln einen Schattenmagier zu finden, ist vielleicht keine so gute Idee. Du, und das ist verwirrend, dass jetzt beide die Schattenzeiten hier offen haben. Du, das und das. Du, bring uns zurück nach Paradiestal. Ach, genau, hier. Hier war irgendwo der runzlige alte Mann. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Oh, nee, Georg, nicht du. Nicht du. Irgendjemand anders, aber nicht du. Oh, hallo. Oh, hallo. Halbes Dankertals. Hallo. Ja, ja, ja. Wie kannst du nur? Also ich nie. Mhm. Oh, hallo. Sweetwater Pass. Hallo. Hermes. Hallo. Hermes. Oh, hallo. Hermes war ein Artefakt, antike Waffe, richtig? Das könnte auch noch interessant werden. Oh, hallo. Tal der Heiterkeit. Hier? Das sieht wichtig aus. Meister der Lichtwand. Nee, das können wir noch nicht. Hallo. Oh, hallo. Habe ich ihn verpasst oder? Oh, das tat weh. Hallo. Leeres Haus. Oh, hallo. Hermes. Nee, legendäre Stiefel. Oh, ja, macht auch eher Sinn als... Oh, hallo. Ne? Du erfüllst die Voraussetzung nicht. Das ist nachvollziehbar, denn wir haben gerade recht viel Gold gespendet. Du mach bitte ein Leuchtfeuer hierher. Burg Ironfist, Sumpf der Verdammten. Sumpf der Verdammten dürften wir, glaube ich, nie wieder hin müssen. Den überschreiben wir mal. Dann springen wir einfach in ein x-beliebiges Gebiet. Tötnis. Nicht nur Soppiger, da sind wir nostalgisch. Mist zum Beispiel, da wollen wir nie hin. Du musst jetzt für das größere Gute, nämlich das Retten dieser Welt, alle diese Menschen töten. Das ist eine schwere Entscheidung, aber das kriegst du hin. So. Spring zurück. Paradiestal. Schön, dass du da bist. Okay. Okay. So. Jetzt dürfen die beiden richtig Schaden machen. okay. habe ich schon mal erwähnt, dass es echt Spaß macht, Größen wahnsinnige Helden zu spielen. Gold haben wir wieder, weil wir unsere Bank geplündert haben. Den Zauber für sie haben wir auch. Wir sollten uns dann ranmachen, nach Alamos zu gehen und zur Einsiedlerinsel. Einsiedlerinsel ist ziemlich schwer. Da sind Drachen und Titanen und was weiß ich. Also ja, wir töten jetzt auch Titanen mit einer Runde. Aber es sind manchmal doch recht viele auf einem Haufen und das kann echt ein Problem werden. Das heißt, wir gucken uns jetzt erstmal in Alamos um. Um nach Alamos zu kommen, gehen wir dahin, dahin. Von hier aus fliegen wir nach Norden. Und dann hoffen wir, dass das Boot abfährt. Dann kommen wir in die aalverseuchten Gewässer und da war halt diese Burg. Mit den halbnackten Frauen. Da. Da ist der Steinzirkel, jawohl, da ist das Boot. So, erstmal Planken unter den Füßen. So. Und hoffen. Nee. Nee. Willkommen an aha. Südinsel. So, laufen, laufen, laufen. Wir wollen nicht wieder... okay. Wir können jetzt, glaube ich, nicht mehr gewonnen werden. Aber das war halt... Ne? Essen brauchen wir auch nicht. Wir würden eigentlich nur ganz gerne fliegen. Dann wollen wir gucken, wo wir hinfliegen müssen.
Nach Nordosten. Okay. Also da lang. Derweil machst du Tag des Schutzes. Du machst Stunde der Kraft. Und wenn wir gleich nach Alamos reingehen, sollten wir eventuell unsere Zauber wieder ändern. Weil wir brauchen ja keine Titanentöter-Zauber. Wir brauchen Mana-effektive Zauber. Weil wir kämpfen halt nur gegen diese Frauen. Und die sind nicht ganz so stark, dass sie einen Schrapnell bräuchten. Glaube ich zumindest. Können wir aber auch gleich testen. Also, Tag der Götter. Rein, rein. Oh, hier ist mir nicht so wohl. Genau, hier ist dir nicht so wohl. Erstmal alles leer räumen. Ja, doch, der Zauber macht hier Sinn. Vor allem, wenn sie schön aufgereiht stehen. Hat aber mal eben fast die Hälfte des Mannes gekostet. Eventuell sollte man versuchen, so eine Gruppe mal im Nahkampf zu besiegen, aber das könnte echt dauern. Oh, Magier. Absoluter Overkill. Oh. Kerugon dreht durch. Oh. Twister. Töte Twister. Töte Staubteufel. Es geht doch noch im Nahkampf. Und die Magier halten nichts aus. Die Ladies sind eine andere Sache. So. Oh, Plattenrüstung. Oh, Ladies. Ja. Ja, ja, ja doch. Also die Anführerinnen zumindest halten gut was aus. Geht weg. Fass ist leer, Fass ist leer. War hier irgendein Schalter oder war es einfach nur ein Aufenthaltsraum? Okay. Lasst uns durch. Wir wollen uns in eine Ecke stellen und töten. So, Talana ist zuallererst alle. Was Zauberpunkte angeht, was komisch ist. Eigentlich müsste sie mehr haben. 660. 606. 6. Sehr gut, Talana. Ganz brav. 666 Zauberpunkte hat die gute Frau. Und ist total gaga. Mhm. Du, wir sind heilen. Bitteschön. Wir müssen ruhen. Das werden wir hier drin nicht können. Das ist genauso wie die anderen großen Schlösser, alles total verschachtelt. Nichts wie Weg. Nichts wie Weg. Schlaf. Weg. So. Wenigstens nicht stark ist hier. Wenn so eine Seeschlange neben uns auftauchen würde, wäre es lustig und schwer. Aber diese vogelartigen Dinger sind nicht wirklich ein Problem. Das und das und das. Ich warte mal ganz kurz. Hier gab es doch Geschäfte, oder? Waren die gut? Also nur mal kurz gucken wegen Handschuhen zum Beispiel für ein, zwei Leute in unserer Gruppe. Die beiden hier namentlich Intellekt und Charisma. Ist ein sehr toller Krieger. Ah, oh, geschlossen ist nicht gut. Ja, okay. Du, den Zauber. Also beim nächsten Mal schreiend rauslaufen, um zu schlafen, sollten wir dran denken, hier in die Geschäfte zu gucken. Ja, du noch. Den da, Fackellicht. Okay, und rein da.